Sag mal, weißt du noch damals, als wir die Basis auf Velusha vor den Separatisten gerettet haben? Ah, du meinst die Aktion, wo ich einen Orden für bekommen habe und du? Nix? Halt's Maul. Mach dir nix draus, manchmal soll's nicht sein. Ehre dem, dem Ehre gebührt, sag ich immer. Halt dein Maul. Ich dachte, du wärst immer die Person, die sich am besten beherrschen kann. Erinnere dich mal an die Ark-Mission. Das lief auch mal besser. Ja, okay, sorry, Mr. Ark 9. Wusste nicht, dass dämliche Entscheidungen treffen und dafür sorgen, dass zwei Arcs fast draufgehen, die Mission gefährden und nicht auf Befehle hören, gelobt gehört. Ich wusste gar nicht, dass du so empfindlich bist. Wusste nicht, dass du so eine Mission... Dann für sie beide. Wir haben eine Sondermission für euch. Laut unseren Informanten hat der Abik-Clan eine Basis auf Alzog 3 errichtet. Eure Aufgabe dort ist es, einen gefangenen Wissenschaftler zu befreien sowie ein paar Daten zu sichern. Das sollte für euch gar kein Problem sein. Wir raten davon, dies möglichst leise zu tun und kein großes Aufsehen zu erregen. Kriegen Sie uns einen Shuttle? Sie können selber fliegen. Mit Dark 170? Du Shuttle. Weiß ich nicht. Wieso können SVT ist also wirklich? Nee, kann nur sein. Sie sollen vielleicht sich ein Nuklas nehmen. Kannst du uns ausparken? Ich kann keine Nuklas ausparken. Nuklas? Warum Nuklas? Wir fliegen mit Dark 170? Nee, weil er gesagt hat, wir sollen sein Nuklas ausparken. Das war seine Empfehlung. Warum Nuklas? Weil das seine Empfehlung war. Du tust so, als hätte ich Ahnung davon, warum er gesagt hat, nimmt euch ein Nuklas. Du hast beim Briefing nicht mal zugehört. Ja, aber dafür bist du doch da. Ich bin dafür da, damit du dich nicht komplett daneben benimmst und auf dem Schirm behältst, was wir eigentlich zu tun haben. In Briefings sind meine Augen und Ohren nur den Details der Mission gewidmet. Äußere Faktoren blende ich dabei gekonnt aus und filtere alles Wichtige für bevorstehende Herausforderungen heraus. Sag mir Bescheid, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist. Also hier links von uns war halt... Was hältst du von ein bisschen Aufteilen-Action? Ja, können wir machen. Aber dann lass keine Fights eingehen, wenn wir alleine sind. Dann kontrollieren mal das Gebäude im Süden. Ich gehe ein bisschen Südwesten. Minifer sind über uns. Digga, Professor Dr. Madwurst. Der Hurensohn. Hat jetzt bei dir auch schon was gefunden? Bin gerade dabei, einen Datensatz zu extrahieren. Ich habe eine Medical Research Facility gefunden. Ich würde einen Wissenschaftler da vermuten, tatsächlich. Oho. Ich habe ein Labor gefunden. Na gut, informativ für Sie. Für Sie sage ich schon, für dich. Ich habe mir den Speiseplan genauer angeschaut. Und wir haben tatsächlich nur einen Gefangenen auf der kompletten Basis. Ah, check. Ich versuche mich mal zu dir ranzutasten. Ah, check. Ich bleibe mal hier hinter so einer Dings liegen. Nochmal keinen Mucks. Ich warte, bis du am Fenster stehst. Und dann können wir uns die Map und das Labor anschauen. Ich kann's nicht haben, auf andere Leute zu warten. Ne? Ich möchte da einfach rein. Ich würde da am liebsten jetzt einfach rein. Bist du das? Oh mein Gott. Gut, wenn du hier unten nicht rein willst, dann können wir einfach weiter Richtung, dann zirkulieren wir einfach Richtung Norden. Ewig, ohne Spaß, ewig saßt du an dieser hässlichen Funkstation und hast es nicht geschissen bekommen. Das waren locker 15 Minuten reines Warten. 15 ist etwas übertrieben. Ich würde eher sagen 5. Ja, 5. 5 Stunden trifft's eher. Das ist ein Hangar. Ende unseres Mando-Patrouille, pass auf. Leg dich lieber hin. Ist nicht unauffällig, aber wir können versuchen. Da läuft was hinter. Wir kommen hier nicht, also wir können niemanden rausholen, ohne ihn umzulegen. Das klappt nicht. Das ist dir hoffentlich bewusst. Man weiß nie. Das, was wir machen könnten, wäre natürlich, dass wir uns auch erstmal die Dings anschauen. Die Research Facility. Da haben wir noch keine Daten rausgenommen, da haben wir noch gar nichts. Ich bin überfahren, sag ich dir ehrlich. Mando, vor uns, hinter uns. Das sind viele, mein Freund. Ich mach auf. Ja, das ist unauffällig, was wir gerade machen, ne? Das ist unauffällig, was wir gerade machen. Plus rechts rum. Das ist wirklich nicht unauffällig. Nee, also ich wollte doch nicht, dass du den aufmachst, aber du hast entschieden, den aufzumachen, also war schon zu spät. Ja, wir hatten keine andere Möglichkeit. Die hätten uns sonst entdeckt. Die werden uns reingelaufen. Das sagst du. Und dann hoch. Wir suchen mal geradeaus wegzulaufen. Ach, Mr. Ark 7. Wollen wir über den Lass uns einfach an ausgebildeten Mandalorianern wie zwei Idioten vorbeirobben und hoffen, dass uns keiner sieht, Plan reden? Aber es hat doch wunderbar funktioniert. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Wenn wir schießen müssen, schießen wir. Denk dran. Hast du ihn geboxt? Irgendwer hat geboxt. Jetzt ist auch zu spät. Schade dann. Ich wusste nicht. Schade, Basalarm ist an.
Na dann hoch, Inhaftierungsebene. Medbay rechts. Na check, Brücke links. Gefängnisrack voraus. Wir gehen jetzt in den Gefängnisblock. Ah Mann, oh Rüdigers. Also die Inhaftierungsblöcke sind leer. Gut, dann müssen wir zur Brücke oder zum Medbay rüber. Oh mein Gott! Das ist ein Turret. Oh, das ist ein Turret! Oh Gott! Bleiben Sie stehen! Hab ihn! Ach, wunderschön, Professor. Wir sind hier, um Sie rauszuholen. Jawohl, Professor. Wir nehmen Sie mit. Wer sind Sie denn überhaupt? Wir sind diejenigen, die Sie jetzt mitnehmen werden. Eine ganz einfache Geschichte. Wir haben viel, viel besseres Laborequipment. Damit können Sie Ihre Forschung besser vorantreiben. Vertrauen Sie uns. Sehen Sie das hier? Das ist ein Fenster. Da gehen wir gleich raus. Okay? Sie wollen mich doch nicht über der Lava rausgehen lassen. Sind Sie denn verrückt? Sir, ja, bin ich. Passen Sie auf. Gut, ich auch. Halten Aber Sie sich so fest. Bin ich halt, nicht. Sie müssen sich einmal. Pass auf, halten Sie sich an meinem Rücken fest, okay? Sie setzen sich quasi fast auf meine Schultern. Da ist ein Mandelschiff abgehoben. Ich sag Ihnen eins, gehen meine Forschungsdaten verloren, ne? Lassen Sie mich los, ich will runter. Nein, Sie kommen mit. Lassen Sie mich runter. Sie kommen mit. Lassen Sie mich doch runter, Wir werden nicht beschossen, wir kommen hier lebend alle raus, kommen Sie mit. Und schön dranbleiben, Professor, nicht abfallen. Jungs, wart euch bereit fürs Nuklas? Mitkommen, Professor, Rein, hier rein und setzen. Datenexzellent, glaube ich, ist es gewesen. Warte. Starte, Reek. Nee, komm rein. Komm rein. Ich geh noch Datenexzellent. Ihr müsst los, Jungs. Am Ende des Tages habe ich den Professor damit aller Mühe rausgeschleppt und zum Shuttle gebracht. Während du dachtest, dass da unten in der Lava irgendwie eine neue Wofiloase geöffnet hat, von der auch niemand wusste, so oft wie du in der Scheiße drin lagst. Wenn ich da drin gelegen hätte, wäre ich ja kaum hier. Ja, stimmt. Leider. Was war das? Ach, nix. Ich bin ja ein großer Verfechter der sachlichen Unterhaltung während des Dienstes, doch sie stören unheimlich. Runter von meiner Brücke, Sergeants.